Ja, hallo. Es gibt ein paar Neuigkeiten hier aus dem letzten Video, die Algenhölle. Hier mit meinen Perlhuhn, Bärblingen und den Killifischen. Wie ihr seht, ja, sind die Kladrophora so gut wie weg, vereinzelt. Es sind natürlich noch ein paar drinne, aber hier vorne das Moos zum Beispiel, das war ja völlig über damit, ist komplett frei. Ja, und wie habe ich das geschafft? Eigentlich ganz simpel, mich durch Absammeln und Abzupfen. Da ist, glaube ich, noch ein kleiner Rest hier vorne, ja, bei der Schnecke. Das ist aber nicht weiter störend. Ich habe tatsächlich gar nichts gemacht, außer, wie gesagt, die mit der Pinzette rausgezupft aus dem Moos, so gut es eben ging. Und ja, das hat scheinbar ganz gut geholfen. Das ist ja schon wieder 2 Wochen her und ich sehe hier zumindest keinen Nachwuchs an Kladrophora, wenn man so will. Keine weitere Verbreitung. Ein paar Algen sind hier und da, sind in der Masse noch irgendwo welche drin, aber es sind bei weitem nichts mehr so viele wie ursprünglich. Ja, oh, da sieht man gerade einen Jungen von den Killifischen, den Nachwuchs oben. Weiß nicht, da kommt er. Ja. Da sind doch ein paar drin, die tatsächlich überlebt haben. Obwohl ich das hier regelmäßig auslichte. Das ist allerdings ein Weibchen, glaube ich. Ich meine, ich habe gestern auch ein junges Männchen schon gesehen. So langsam färben die sich um. Mal sehen, ob wir noch mal irgendwo reinkriegen. Die Galaxies, ja, habe ich noch keine Jungfische von gesehen oder entdecken können, aber ich vermute mal, dass da auch einfach zu viele drinne sind, wenn da tatsächlich mal irgendwo etwas zuckt und anfängt zu schlüpfen, dass die sofort gefressen werden von den Eltern oder anderen Tieren. Hier sind ja nun auch genügend andere Fressfeinde drinne, unter anderem die Kilis. Dann haben wir hier noch die Krebse. Weiß nicht, ob man die da hinten sehen kann. Jetzt habe ich da ganz den Kopf mit dem Handy, wahrscheinlich nicht. Nein, da sitzt noch ein Lomon, ein Junger, in der Ecke, hinter der Schnecke. Nee, komme ich, glaube ich, nicht hin. Doch, ich glaube, man kann ihn erahnen. Er frisst da gerade ein paar Kürbissticks. Ja, man kann ihn erahnen. Ja, da sitzen noch die Huldhuisen hier drin. Da kann man auch nur etwas Oranges erahnen. Wenn wir noch ein bisschen besser reinkriegen, sitzt einer von 5. Die wachsen auch sehr gemächlich eigentlich. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Obwohl ich jetzt auch schon mal ein bisschen mehr Schnecken reingetan habe, die sie auch vertilgt haben. Haben sich auch schon mal wieder ein bisschen gehäutet. Da sitzt noch einer. Ja, das sind immer dieselben Stellen, muss ich aufhalten. Und ja, hier kann man ihn besser beobachten. Wie gesagt, das Wachstum, es hält sich sehr in Grenzen, obwohl hier abwechslungsreich gefüttert wird inzwischen. Schauen wir mal, wie sich das weiter verhält. So ein bisschen leicht von der Asurinus bixi. Ein 1144er ist hier noch drin. Den habe ich ja noch mal aus dem großen Becken rausgefischt. Ja, und ansonsten, wie gesagt, seht ihr, dass es eigentlich hier ziemlich frei ist von den Kladrophora Algen. Leider hat es allerdings mein Physidens-Moos zerrissen, beziehungsweise hat es nicht geschafft, sich durchzusetzen hier gegen das Java-Moos. Da müsste ich den Arthur nochmal anhauen, ob der Arthur mir vielleicht nochmal eine Portion gibt und dass ich das hier viel weiter zurückschneide bzw. eindämmen kann und das Präsidents hier nochmal eine Chance hat. Ja, da ist gerade noch wieder ein Kili, aber das ist ein Weibchen. Ja, ein großes Weibchen. Ich bin immer noch mal gucken, ob ich irgendwas Männchen nochmal sehe. Was mich natürlich mega gefreut hat, dass ich ein junges Männchen hier mit drin habe, aber das ist auch ein Weibchen im Hintergrund. Die Weibchen sind weitaus zutraulicher als die Männchen. Da oben sitzt auch noch wieder ein junges, was das von vorhin kann sein. Also es sind tatsächlich ein paar Kilis hier groß geworden oder durchgekommen, was mich sehr freut. Die machen nämlich doch echt Spaß hier in den Becken zusammen. Da ist das große Männchen. Zeigt sich auch mal, war eine ganze Zeit lang verschollen, beziehungsweise habe ich es nicht mehr gesehen und ich habe geglaubt, dass es ja nicht mehr da ist, gestorben ist und aus dem Becken gesprungen oder was weiß ich was.
kriege ich hier leider jetzt doch hier ein bisschen besser rein. Nee, nur unscharf mit dem Handy hier. Ja, schade. Ist auf jeden Fall ein schönes Tier, von uns jetzt echt schlecht sehen kann, schlecht positioniert. Ist zwar ein bisschen schärfer, aber gut. Steht ein bisschen ungünstig, ist so wie es ist. Das ist das große Männchen und ich bin der Meinung, dass ich hier gestern auch noch, wie ich hier wieder mal ein bisschen rumgefischt habe, ein deutlich kleineres Männchen, auch mit ersten Färbungen in den Flossen, erkannt zu haben, meine ich. Aber wie der Teufel das will, wenn man sie sucht, dann sind sie natürlich nicht da, wie noch ein Weibchen. Ja, soweit erstmal das Neueste vom Neuesten aus diesem Becken hier.